Seid gegrüßt. Wir stehen hier am Bahnhof. Das heißt, wir verlassen Košice und wir verlassen auch die Slowakei. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ja. Lachend, weil jetzt geht's ins nächste Land. Welches das sein wird, verraten wir noch nicht. Jo, war etwas blöd von mir. Weinend, weil es hier einfach sehr, sehr schön war. Es lag vor allem an der unglaublichen Landschaft, an den unglaublich freundlichen Menschen. Und das Land ist einfach top. Ja. Kann ich einfach nur weiterempfehlen, ne? Du auch. Ja. Genau, wir steigen jetzt einfach mal in einen Zug und gucken, wo wir mal ankommen, ne? Wir sind hier in unserem neuen Zuhause angekommen. Ein Quadratmeter. Da oben ist ein Bett. Hier unten ist ein Bett. Der Chris. Wie werden wir die nächsten 11 Stunden verbringen? Dann gibt es hier einen Tisch und, ganz wichtig für alle Frauen, ein Spiegel. Ein Traum. Es ist so warm hier drin. Er hat Luxusprobleme. Das Ding hält nicht. Oh, jetzt Waffeleffekt, es hält. Was ganz komisch war, den Schaffner, der draußen stand, den haben wir gefragt, in welchen Waggon wir einsteigen müssen. Und der hat einfach unsere Tickets behalten. Dann haben wir gefragt, ob wir die überhaupt zurückbekommen. Nö. Geht einfach mal da rein und... Haltet die Fresse. Unsere erste Grenzkontrolle. Unser erster Stempel. Es ist 2.20 Uhr, wir sind angekommen in Lviv. Etwas gruselige Stimmung hier auf diesem Bahnhof. Wir haben ja kein Internet mehr, wir können uns also kein Uber oder irgendwas rufen. Und zu Fuß in der Nacht durch die Stadt bis zum Hostel ist auch so die Frage, ob wir das machen. Wir gehen jetzt erstmal in die Bahnhofhalle, Haupthalle und gucken dann mal, was wir dann machen. Dem Handyladen Kyivstar angekommen und haben uns eine SIM-Karte geholt mit unbegrenztem Datenvolumen für umgerechnet 8-9 Euro im Monat. Das ist Wahnsinn. Ja. Guten Morgen. Wir sind hier im Katzencafé in Lviv. Wir sind hier gestern angekommen und jetzt erstmal frühstücken und dann zeigen wir euch die Stadt. Mmmh, yum, 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 yum. Yum, yum, yum. Wer ist glücklich? Moni ist glücklich. Süßkram. Ich glaube, wir haben die Katze gesagt.
Ja, mag sie unseren Beutel? Ja, sie mag unseren Beutel. Das ist merkwürdig. Was? Als ob meine alte Frau streichelt. Hä? Wie in so einer Scheißwerbung. Jetzt musst du auch noch so lachen, als ob dir dein Creme Brûlée einen tollen Witz erzählt hätte. Genau so. So, dass man die kleinen Sachen nicht tun. Wir dürfen heute nicht mehr gehen. Wir sind jetzt fertig, waren im Katzencafé frühstücken, es war mega lecker und mega süß, also nicht nur die Katzen, sondern auch das Essen. Wir haben jetzt mega den Zuckerschock. Und die Katzen waren auch sehr zutraulich, das war echt cool. Ja, das war wirklich schön dann. Wir sind wie gesagt seit gestern hier in Lviv und wir hatten leider einen etwas gemischten ersten Eindruck von der Ukraine. Das lag vor allem an den Menschen, mit denen wir bisher zu tun hatten. Und zwar war das schon, als wir in der Slowakei in den Zug gestiegen sind, war der Zugbegleiter nicht wirklich freundlich und nicht zuvorkommend. Also da dachten wir, es ist halt eine Ausnahme. Aber auch die Frau im Hostel war sehr unfreundlich. Also dafür, dass wir nicht die gleiche Sprache sprechen, dafür können beide Seiten ja nichts. Aber man merkt ja, ob sich jemand Mühe gibt, dass der einem gegenüber auch versteht oder nicht. Und es ist halt... Nicht mal mit Händen und Füßen hat sie es versucht, sie quatscht einen einfach mit Ukrainisch voll und ich habe dann halt gesagt, ich verstehe sie nicht. Und der Blick sagte mir, wie kann er mich jetzt nicht verstehen? Wie kann es sein, dass er nicht meine Sprache spricht? Das sagte ihr Blick. Also so richtig abwertend und unfreundlich, einfach nur unfreundlich. Also das war nicht so schön. Und das Schlimmste war halt auch, wir waren 2 Stunden vor Check-In-Zeit in der Unterkunft und dachten, wir können halt einfach in dem Aufenthaltsbereich uns so lange hinsetzen, bis wir einchecken dürfen. Aber wir wurden dann laut und bestimmend rausgeworfen und wie Straßenhunde rausgeschickt. Ey, das war schon ziemlich abwertend. Wir haben uns echt mies gefühlt dann auch. Die Anreise war halt auch ein bisschen stressig, da gingen die Gefühle miteinander durch irgendwie. Aber also die Art und Weise war nicht so schön, nee, wie man hier empfangen das wurde. Das war wirklich nicht schön. Aber... ist nicht schlimm, weil der erste Eindruck ist ja meistens nicht das, was sich dann später bestätigt. Deswegen, der Ukraine geben wir definitiv noch eine zweite Chance, weil das Katzencafé hat einiges wettgemacht ja, jetzt. Ja, der Tag fing heute schon mal gut an. Ja, das war echt schön. Vor der Kirche stehen und zuhören. Das ist bestimmt gerade Gottesdienst. Vom Rathaus hoch. Genau. Und hier ist das Uhrwerk von der Rathausturmuhr. Kiek an, ein Stück Berlin in Lviv.
Hallo Christian. Hallo Monique, willkommen über den Dächern Liviths. Wie gefällt es Ihnen heute denn? Heute ist spektakuläres Aussichtswetter. Vielleicht ein Tick zu warm, wir haben sportliche 29 Grad. Ich schwitze wie eine Sau, weil man muss hier ganz viele Stufen hochlatschen. Aber der Aufstieg lohnt sich für diese geile Aussicht. Hier gibt es Führerscheine vom Weihnachtsmann, von Putin in jungen Jahren, Barack Obama, Angela Merkel, Vitali Klitschko, Petro Poroschenko und Erdogan. Pickle Rick! Hier in Lviv ist eine Gasse schöner als die andere. Das ist echt ein Traum, hier durchzuschlendern. Super viele kleine, niedliche Restaurants und Cafés. Ja. Echt sehenswert. Die Gebäude sind toll. Alles ist schön. Wirklich toll. Auch das teilweise etwas Verfallene hat Charme. Total, ja. So wie in Neapel. Da ist auch alles so ein bisschen runtergekommen, aber es hat halt seinen Charme. Wir sind jetzt auf dem Friedhof der Kuscheltiere angekommen. Das sieht so creepy und cool zugleich aus. Es ist cool, echt. Wir gönnen uns jetzt erstmal ein kühles Blondes hier. Prost! Meinst du es eher brünett? Ob blond oder braun, ich liebe jeder Bier. Wir sind hier jetzt in einem Bunker essen, einem Bunker-Restaurant. Das sieht echt cool aus. Das ist riesig. Das hätte ich nicht gedacht. Und am Eingang musste man ein Passwort sagen und wurde von einem Mann mit Maschinengewehr empfangen. Oder? War das ein Maschinengewehr? Ja. Und dann muss man sagen, Glory to Ukraine. Und dann wird man reingelassen. Wir haben jetzt gerade unsere Gläser bekommen, beziehungsweise Trinkbecher. Es sind so eine schönen Knastbecher. Also,
Guck mal, die stehen da an. Kann man noch Handgranaten kaufen? Gleich kommen wir irgendwo außerhalb der Stadt raus. Gar nicht mehr in der Ukraine. Что ты мне ничего не сказала, я тебя сижу просто в кресле чекаю.